Dein Vater kommt heute nicht heim. Er musste nach Dallas. Oh, mein Junge. Er hat dir so weh getan. Ruh dich aus. Werde gesund. Es gibt Suppe. Und Haferbrei. Was möchtest du? Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Und damit willkommen zu Wolfenstein 2. So stur, Captain Blazkowicz. Gute Eigenschaft meine ist Geduld. Endlos. Und welche wohl stärker ist? Ihre Sturheit oder meine Geduld? Die Aufgabe ist wirklich nicht schwer. Sehen Sie einfach nur den an, den ich auswählen soll. Ich warte. Den hier? Mindestens. Ja, und so geht das Spiel auch gleich los mit üblichen Entscheidungen und man hat noch keine Ahnung, was uns überhaupt. Nur zu, Captain. Treffen Sie eine Wahl für mich. Ja, warte. Wird opfern für Lose. So stur, Captain Blazkowicz. Das ist, glaube ich, gute egal. Eigenschaft meine ist Geduld. Endlos. Anja, was ist? Da ist er. Caroline, hier lang. William. Oh, du Dummerchen. Hast du gedacht, wir lassen dich hier zurück? Der Scheiß ist einer Innereinweg raus. Halt die drin, leg die Hände drauf. Das ist nicht gut. Er muss in den Hubschrauber. Sachte. Ein Segen, vollbracht zu haben, wofür ich auf diese Welt gekommen bin. Umgeben von Freunden, die ich liebe. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Und warte, wir sind raus. Feuer! Ja, Madam. Wer verblutet? Schneller! Mach es! Und eine große Hitze überkommt mich. Handtuch! Ich glaube, der Himmel brennt. Das stimmt nicht. Caroline, er stirbt. Er läuft blau an. Komm, warte, eine Trabi, die Hangarbucht sind in anderthalb Minuten. Wieder klopft der Sensenmann an. Ruft nach mir. Tritt ein, alter Freund. Tut mir leid, die Warterei. Gesegnet seist du, unser Gott. Der du bist im Himmel. Ich will dir was zeigen, Billy. Mein Vater sagte, wenn ich einen Sohn hätte, sollte ich ihm das geben. Das ist ein Verlobungsring. Der ist seit 8 Generationen im Familienbesitz. Kannst du dir das vorstellen? Ein wahres Erbstück. Wenn du eine besondere Person triffst, steck ihn ihr an den Finger. Er ist eine Menge wert. Scheiße. Draußen bestimmt über 35 Grad. Sag deinem Vater nichts von dem Ring. Er nimmt ihn sonst weg. Er weiß nichts davon. Du weißt, wie er ist. Sophia! Mama, bin ich freigesprochen? War ich artig und brav? Darf ich die Schönheit des Himmels spüren? Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh nein, Mama. Ich komme in die Hölle. Ziehen Sie, Bombarde. Ich muss ihm die Eingeweide rausschneiden. Retten Sie ihn, Seth, bitte. Bleiben Sie bei uns, Blazkowicz. Kämpfen Sie. Dann verspreche ich Ihnen, dass alles gut wird. Kinder, wir brauchen einen Blutspender. Schnell. Gut zuhören. Sie und Sie auch. Bring Sie die Leute zur Krankenstation. Beeilung, aber nochmal. Ja! Ja! Ich brauche Licht! Bleib da, still jetzt. Er kommt. Sophia, ist er da drin? Nein. Sophia, geh mir aus dem Weg! Er hat das nicht verdient und das weißt du. Red keinen Scheiß, ich hab ihn mit ihr gesehen. Er ist jung. Er mag sie. Er weiß es doch nicht besser. Er weiß genau, dass er sich nicht mit dieser kleinen Negerin abzugeben hat. Du tust meinem Sohn nicht weh. Nicht mehr. Du hast keine Ahnung, wie es ist, so zu leiden wie ich. Oh, Sophia, jeden Tag reiße ich mir bis zum Abwinken den Arsch auf und werde nach Strich und Faden beschissen. Erniedrige mich, damit es weitergeht.
Ich hab die beiden zusammen gesehen, Sophia. Haben unter der Pappel miteinander rumgemacht. Ich verbiete es! Ich hab zu hart gearbeitet, um meinen Ruf zu verlieren, nur weil mein Sohn mit einer Negerin anbändelt. Rip, wir können so nicht weitermachen. Ich koche, putze, kümmere mich um den Stall und das Feld. Nicht nur du mühst dich ab. Du hättest das Geschäft schließen sollen, wie mein Vater gesagt hat. Wir sind mit allem im Verzug. Du hast das ganze Geld meines Vaters verloren. Du spielst mit dem Feuer, Sophia. Was soll das? So lass ich nicht mit mir reden. Und du hast dich verändert. Der Mann, den ich geheiratet habe, hätte seine Familie nie hungern lassen, so wahr ich hier stehe. Du wirst meinem Sohn nicht wehtun. Halt dein Maul, oder ich stopf's dir! Was ist nur in dich gefahren? Du glaubst, Antworten auf alles zu haben, oder? Du gottverdammte Klugscheißerin! Ich dachte, dein Vater würde uns nützen, aber du bist nichts weiter als Ballast und steckst andauernd deine Nase in meine Angelegenheiten. Wenn du den Jungen nicht erziehen kannst, übernehme ich das. Verschwinde! Versteckst dich im Schrank. Dein Anblick macht mich krank. Immer her damit, du kleiner Feigling. Werfen will gelernt sein. Mehr hast du nicht drauf? Du bist so verdammt schwach. Die Hacken auf dir rum. Lassen dich Dreck fressen. Und was tust du dagegen? Hm? Du kannst dein Leben nicht retten. Aber ich zeig dir, wie man es nehmen kann. Ruhig atmen, Blazkowicz. Kommen Sie wieder zu Kräften. Es bewegt sich etwas. Das Blatt beginnt sich zu wenden. Der Wiesenau-Kreis wird stärker. Ich brauche Sie an meiner Seite, wenn wir zuschlagen. Und fühlst du die Tritte? Bessie! Happy! Ja, braves Mädchen. Ja, Bessie, so ein braves Mädchen. Du gehst nirgendwo hin, winselt so viel du willst. Das Leben besteht aus schwierigen Entscheidungen. Und manchmal muss man die Tiere bestrafen. Töten oder getötet werden. Die Alten und Schwachen sind verdammt. Alle Arten von Abfall, Krankheit, Schmutz, Ungeziefer wollen uns wegnehmen, was wir verdient haben. Wir müssen die Schergen begradigen. Es liegt an dir. Zwinge an den Abzug. Genauso. Nein, nein. Und jetzt? Schieß! Schieß! So schwach wie deine Mutter. Aber denk dran, mein Junge. Am Ende wird alles gut. Erinnere sich.
Alten und Schwachen sind verdammt. Ich mach dich frei! Hin, wir sitzen im Rollstuhl. Das heißt, das System funktioniert. Kommen Sie. Schnell, 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 schnell. Ah, na also. Eins, zwei, drei. Mach's gut, du Stück Dreck. Nun, Herr Blaskowitsch, schön, dass Sie wach sind. Weniger schön, dass Sie herumlaufen.
Zuletzt hat sie mit Caroline den Turmplattformaufzug bewacht. Zeigen Sie mir den Weg dahin. Junge, wissen Sie, wie lange Sie im Bett waren? 5 Monate. Ihr Körper ist im Eimer. Verstehen Sie? Ihre Nieren sind hin. Sie haben vielleicht Probleme beim Wasserlassen und bei so manch anderen Dingen. Keine Zeit dafür. Sagen Sie mir... Frau Engel, sie ist hinter Ihnen her. Sie hat alles in Bewegung gesetzt und heute hat sie sie gefunden. Sie haben das U-Boot geentert. Viele sind verletzt oder tot. Ich wurde von den anderen getrennt. Ich muss gehen. Nein. Nein, hören Sie auf. Ich habe Nein gesagt. Sir, zeigen Sie mir den Weg zum Turmplattformaufzug. Sie sind ein solcher Ochse, ein sturer Ochse. Na gut. Also, bis zum Turmplattformaufzug gibt es eine Menge Soldaten. Aber ich habe Fallen aufgestellt, die ich noch nicht aktivieren konnte. Schauen Sie hier eine Karte. Sie zeigt Ihnen, wo die Fallen sind. Setzen Sie sie gegen diese Schweine ein. Okay, okay, vorsichtig. Lassen Sie sich nicht umbringen, wenn's geht. Los geht's. Frau Engel, Sie denken, Sie sind der Jäger. Sie sind die Gejagte. Ich bin... Jetzt gucken wir es mal hier. Hier ist Karte, okay. Der Jäger. Ist da Zeug drin oder was blinkt da hier so?
glaube, wir müssen hier irgendwie hoch anscheinend. Okay. Okay. Zum Aufzug. Thank you.
Anja. William, ich habe gebetet, dass du aufwachst. Ich bin eine Last. Sag doch nicht sowas. Komm. Hoch mit dir. Du bist dick geworden. Seth sagt, wir kriegen Zwillinge. Nicht jetzt, Kinder. Wenn sie überleben, können sie noch genug schmusen. Jetzt hoch mit ihnen. An Deck. An Deck. Gut festhalten, William. Leute! Leute!
Schieß! 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 Ja! Guter Schuss, Max! Lächeln! Noch so ein böser Junge mit einer Waffe. Loslassen! Loslassen! Seekrugen! Warum atmest du so schwer? Ich weiß nicht, Mutter. Ach, das weißt du nicht. Dina, abführen zum Verhör. Ja, Mutter. Du hast die vereinbarten Leibesübungen nicht gemacht, die Diät nicht eingehalten. Vergib mir, Mutter. Ich habe gestern ein kleines Stück Kuchen gegessen, nur ein ganz kleines. Du dumme Kuh! Du bist eine Schande für dein Land und deine Familie! Was werden die Leute denken und sagen, wenn du in eine Klinik für Fettsüchtige kommst? Eine Knarre als Tochter. Was für eine Schande! Los, Wange herhalten! Ach, du bist den Aufwand nicht wert. Er ist da oben. Da bin ich mir sicher. Abmarsch nach drinnen! Ja, Mutter. Los, rein, Männer! Ich lock ihn raus. Megafon! Ich rufe den Terroristen und Mörder William Joseph Blazkowicz, auch bekannt als Terror-Billy. Ich bin bereit, das Leben Ihrer Gefährten zu verschonen, wenn Sie sich stellen. Die Türen sind offen. Kommen Sie allein. Nach mir wurde gerufen. Geh da nicht rein, William. Sie haben unsere Leute. Wir stecken in der Falle. Uns bleibt keine Wahl. Sie haben recht. Sie müssen von da oben irgendwie unser U-Boot losmachen. Ich will dich nicht verlieren. Du bist noch schwach, William. Du kannst nicht kämpfen. Ich schaff das schon. Heißt er? Halt! Wollen Sie uns mit Ihrem Rollstuhl überfahren? Komm schon! Festhalten! Da ist er ja. Gut. Runter mit Ihrer Rüstung. Hören Sie sie nicht an! Halt die Schnauze! Was für ein Anblick. Die Anführerin kriecht in ihrem eigenen Dreck. Blazkowicz, Sie sind wach. Was von mir übrig ist. Ich bringe Sie raus. Halten Sie durch, Carolina. Wie hat sie uns bloß gefunden? Ich hab's vermasselt. Sie hat uns gefunden. Ich hab vollkommen versagt. Glauben Sie, dass Sie ein Held sind, William Joseph Blazkowicz? Ja. Hoch mit dem Krüppel! Ich sage Ihnen was. Sie sind keiner. Nur dreckige Ratten bewundern Sie. Der Abfall, der in der Zone verfault. Doch wenn Sie sie sehen, ändert sich das. Sie kommen weltweit ins Fernsehen. Schaut ihn euch an. So. Sieht so ein Held aus. Ein verkrüppelter Lump, der nicht mal selber pinkeln kann. Jeder wird sehen, wie nutzlos sie sind. Fallen lassen. Oh, danke. Oh, du
zieh sie am Kragen hoch. Kopf runter. Machen Sie sich nicht lächerlich. Der Widerstand beugt sich nicht. Mutter! Sigrun! Sei still! Ich arbeite! Ich dachte, du würdest sie freilassen. Aber das tue ich doch. Ich befreie ihren Kopf von ihren Schultern. Aber du hast gesagt, dass du sie freilässt. Und du hast gesagt, du würdest Sport treiben und den Zucker weglassen. Aber was haben meine Männer in deinem Zimmer gefunden? Schokolade, Kekse, Limonade, Süßigkeiten. Und dann diese kranken Tagebucheinträge. Du willst sie befreien? Gut. Nimm! Mach schon. Befrei ihren Kopf von ihren Schultern. Ha? Du hast mein Tagebuch gelesen. Leg dich ab! Köpfe sie! Oder du kannst dich auf was gefasst machen. Los! Tun sie es nicht! Schlag zu! Ich kann nicht, Mutter! Mach schon! Nein! Ich kann das nicht! Ein Tagebuch mit Perversion und Wörtern des Verrates füllen. Das kannst du! Seite um Seite zeigt sich dein schmutziger Geist, während dein ekliger Körper immer fetter und aufgedunsener wird. Verstehst du denn meine Lage nicht? Ich bin verpflichtet, dich zu melden. Du hattest kein Recht, es zu lesen. Caroline Becker, Anführerin des Wiesenau-Kreises. Das kriminelle Genie. Geben Sie nicht auf, Blaskowitsch. Geben Sie denen niemals nach. Schwächling! Scheiße! Überfach den Meister! Sieh an! Wie seltsam! Eben war sie noch am Leben und jetzt ist sie tot. Haben diese Augen jemals geliebt? Was meinst du? Küsschen. Das ist nicht komisch. Willst du auch Küsschen? Wie du es in deinem Tagebuch geschrieben hast? Auf deine dicken, fetten Wangen? Oder vielleicht lieber hier unten? Ja? Sigrun, zwing mich nicht. Zwischen dir und meiner Überzeugung zu wählen. Denn du wirst verlieren. Bring ihn her! Auch ein alter Freund von Ihnen? Ich bring sie um! Bitte hör auf! Es reicht! Aus dem Blick! Nein! Lichter! Schon besser, aber immerhin habe ich die Blutung gestoppt. Geben Sie mir einen Grund, Ihnen nicht das Hirn rauszupusten. Ganz langsam. Mir ist noch schwindelig, ich habe viel Blut verloren. Ich kann Ihnen helfen. Mit Informationen. Militärgeheimnissen. Ich weiß, wie Sie das U-Boot freikriegen. Und da drüben sind Rettungsboote.
Ich kenne den Code. Moment, Moment. Wie kriegen wir unser U-Boot frei? Die Tür dort führt zur Steuerzentrale. Für die elektromagnetischen Traktorarme. Die können Sie von dort aus deaktivieren. Dann geben Sie Ihr U-Boot frei. Kriegen Sie die Tür auf? Ja. Okay, Blasco. Gehen Sie da rein, finden Sie die Steuerzentrale und geben Sie das U-Boot frei. Ich bin Ihnen gerade keine große Hilfe. Ich bleibe hier und bewache die Rettungsboote. Ist das ein bionischer? Oh ne, das ist die Gurgelschnur. Okay. Das mit Ihrer Freundin tut mir leid. Schnauze, Mädchen! So, hier drauf, oder? Fergus, Respekt für den Mann, der einen Arm verliert und weitermacht, als wäre nichts. Man kann viel anstellen mit einem Beil. Und einem Regimewechsel. Entschuldigung. Ich geh weiter. Caroline, hören Sie mich? Bevor Sie hochgehen, passen Sie bitte auf meine Leute auf, während ich das hier erledige.